Ray? Ich muss hier verschwinden. Ich muss durch dieses Drecksloch durch. Was auch immer passiert, ich gehöre nicht auf diese Seite. Was zur... Scheiße. Wow. Hab ich das gemacht? Wer zur Hölle seid ihr? Anscheinend wird erst geschossen, dann gefragt. Was ist denn bloß mit mir los? Okay, daran könnte ich mich gewöhnen. Flackern. Dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald, als wir gelandet sind. Ist anders. Ich bezerre den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach innen. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft! Welch Verwirrung! Du willst antworten! Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht. Wer
Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. Wo ist sie? Da! Was ist das? Los! Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. Shira? Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Warte. Ich bin gerade in Matsch und Scheiße aufgewacht. Ich hab wer weiß wie lang geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Entschuldige also, dass ich keine Willkommensparty schmeiße. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen nicht landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Keine Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob's dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach, alles hier verpassen müssen. Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Blumenkunde brachte ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben? Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Ma'am? Vergiss es. Wird schon erledigt. Hey, Shira. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläger, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich jetzt Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Ganz ehrlich? Weil die Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Und sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, wie die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Ja, hab ein paar getroffen. Es ist anders. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde! Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier. Direkt...
steckt Jakob. Schöne Augen. Hey! Wow. Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. She-Ra, ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen. Es gibt viel zu erzählen. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, na bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. She-Ra. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. She-Ra! Da sieh mal einer an. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt es einen Grund. Ja, du bist. Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Am Tag der Landung hat der Sturm Cuthbert zerrissen. Mich nicht. Warum? Warum wurde ich... Verändert? Woher soll ich das wissen?
Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zähmen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hey, warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wie ein Erdbeben oder wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren! Unterwegs. Los, los, los! Hey, falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt, ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss, ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpft ihr diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Da draußen ist es übel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, ich habe noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alle seine Antwort habe, weiß ich nicht. Das geht jetzt nicht, dass ich sie unterbiete. Loser. Findest du in Rift Town. Ich staune mein tolles Sortiment. Ein andermal, Mister. Ich hab einen echten Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Recht bescheidenes Angebot. Oh, beachte diesen Krempel gar nicht. All die guten Sachen sind... Hättest besser gezahlt, Alter! Du bist verändert? Wusste ich nicht. Ist mir egal. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker, der Anführer der Bluthunde. Er will alle Händler in Rift Town ausschalten, die nicht für ihn arbeiten. Echt mieser Tag. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Hast du was für mich über? Ein Schuh? Ein Gürtel? Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille ge... Wie lange wohl? Bis ganz nach oben. Zittern deine Hände? Nur dumm, dass ich nicht weiß. Das können wir wohl ohne den Scheißkrieg leben. Das Versteck der Bluthunde. Hier unten muss Barker irgendwo sein.
Verpiss dich! Sie gehört jetzt mir! Wer? Das Mädchen? Das ist keine Rettungsaktion. Bist du Barker? Kennen wir uns? Mr. Chang lässt dich grüßen. Hey, was soll denn das? Ich hatte doch gerade erst angefangen. Du hast so lange gebraucht. Ich hatte mir einen Spruch zurechtgelegt. Trotzdem danke für die Rettung. Nochmal, wegen dir bin ich nicht hier. Sagtest du, geht's Mr. Chang gut? Wichser! Als wären Rebellen noch nicht genug, die uns das Leben zur Hölle machen, ziehen auch noch miese Gangster durch die Straßen, die uns hier drinnen abmurksen. Ja, ich kenn das Spiel. Es hat sich nicht viel verändert. Hey, das war gut von dir. Du hast ein Arschloch beseitigt und ich komme heile nach Hause. Übrigens, ich bin Eva. Mein Stand ist nahe bei Changs. Schau doch gerne mal bei mir rein. Weißt du was? Die Bluthunde scheißen sich immer noch dermaßen in die Hose, dass sie sich nicht Herz bauen. Na hallo, ich hatte gehofft, dich hier nochmal wiederzusehen. Tja, du hast einen miesen Tag 2,5% besser gemacht. Und ich brauche einen neuen Händler, jetzt wo Chang tot ist. Also ich gebe dir auf mein ganzes Angebot einen besseren Rabatt. Mr. Chang gezeigt hast. Einen großen Turm? Das ist dein Ziel. Der alte Solarturm. Aber da draußen herrscht Chaos. Alles ist komplett im Arsch. Was du nicht sagst. Keine Sorge, ich schlag mich schon durch. Thank you.
Das Ganze hier erinnert mich stark an die Mission damals in Damaskus, bei der wir diese Diplomaten gerettet haben. Ja, ich musste deinen Arsch vor einem Machetenmob retten. Ich musste deinen blöden Arsch von einem wütenden Redneck-Mob retten, der DC stürmte. Diese Mission, da hatte ich das Gefühl, für eine Sache zu kämpfen. Aber das Drecksloch hier war den Kampf. Und? Um was geht's dir denn? Ich versuche nur zu überleben, Boss. Schon schwer genug. Anscheinend war das ein guter Tag, um aufzuwachen. Jakob, ich sehe jede Menge Tote. Anscheinend wurden sie kurz gebraten. Oh, Scheiße. Sei vorsichtig. Jakob, ich bin am Solarturm. Ich gehe rein. Also, was siehst du da drin? Hier fliegen überall irgendwelche Elektrofunken herum. Das heißt, dass du nah dran bist. Dieser Veränderte ist ein beschissener Elektro-Freak. Habe ich das nie erwähnt? Du meinst, der knipst Glühbirnen an? Er brutzelt eher alles im Umkreis von einer Meile weg. Ich weiß, du kannst auf dich selber aufpassen, aber dieser Hurensohn ist ein sehr spezieller Gegner. Seit kurzem bin ich das auch.
Vader, du hast zum ersten Mal getötet. Wir Veränderten sterben nicht so schnell, was? Seth. Komm, lass uns reden. Sie baten dich um Hilfe. Gegen den Veränderten. Warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschubweg kann niemand... Sterben sie alle. Schwache Kreaturen, die sich gegenseitig abschlachten. Es ist Verschwendung, Botengänge zu machen, um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Sieh es doch ein. Du bist nicht mehr wie sie. Und was jetzt? Soll ich vielleicht einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler. Aber du bist noch viel mehr. Verändert und Outrider. Der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Man nennt ihn Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg, jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die Schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten, also jage ich ihn. Aber das ist nicht dein Kampf. Du musst der Hirte sein. Führe sie hinaus aus diesem Blutbad, Outrider. Shira, das war's. Dein Nachschubweg ist offen. Ich komm zurück. Ich glaub's nicht. Was du gerade getan hast, dabei habe ich 100 Männer verloren. Dank mir nicht zu früh. Du musst noch einen Krieg gewinnen. Bin nicht sicher, ob den Scheißkrieg überhaupt irgendwer gewinnen wird. Aber ich hätte dann noch eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. Das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob? Shira? Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, Shira. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. Shira, ich bitte... Jakob, das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan.
doch gesagt, dass wir die Wache aufgebrummt kriegen, wenn du ihn anpisst. Ich hab's dir gesagt. Ich weiß. Und doch sind wir hier. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich habe keine Zeit. Du hast mich ein paar Jahre zu lange pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr denn? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen. Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen. Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Ich kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blutvergießen. Eure Feinde, was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wenn auch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen Veränderten da draußen. Für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen, oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheinen wenigstens einen Grund dafür zu haben. Und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes. Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Das ist verrückt. Ich habe gesehen, wie du das Foto gemacht hast, vor wenigen Stunden. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt's nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann. Der letzte Angriff der Rebellen war eine Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreichte uns die Nachricht. Er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Ist doch das Mindeste. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchtrupps was über McCain herausfinden. Wenn dieser McCain noch lebt, muss ich ihn finden. Ich
sind alles originale Erinnerungsstücke und Zeitzeugnisse. Keine Replikate. Wow. Finger weg. Beastie Boys auf Vinyl. Selbst auf der Erde war das eine Rarität. Woher weißt du das? Lange Geschichte. Bist du Sammlerin? Irgendwer muss ja. Alle anderen vergessen nur allzu gern. Woher kommt das ganze Zeug? Als wir die Erde verließen, durfte jeder von uns nur eine Kiste mitnehmen. Jetzt will keiner mehr was von dem Krempel wissen. Außer mir. Das ist unsere Geschichte. Was wir waren und was verloren ging. Ein kleines Museum der Erde. Spenden sind übrigens immer willkommen. Mein Gott. Da ist noch Tinte drin. Wie? Ich sag ja, lange Geschichte. Danke. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich halte die Augen offen. Deine Augen weiter nach schönen Dingen für meine Regale offen. Jemand muss diese Angelegenheit. Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille das Epizentrum der Explosion. Hier hat alles begonnen. Ich glaube kaum, dass McCain das überlebt hat. Was du glaubst, ist mir egal. Ich brauche ihn lebend. Yeah.
Nur ich bin noch übrig. Hey, du kommst zu spät. Was ist hier passiert? Scheiße, wonach sieht's denn aus? Massakriert haben sie uns. Wir hatten sie umstellt und dann kam der Captain. Der Captain? Ja, du weißt schon. Wichser mit Kräften, die das Sagen haben. Nicht wirklich verändert, aber das Ergebnis ist dasselbe. Wie sah er denn aus, dein Captain? Narbe im Gesicht. Dieser Sadist. Ließ meinen halben Trupp in eine Anomalie laufen. Und hatte Spaß dran. Ja. Ich glaube, den kenne ich. Wo ist er? Im Bunker, den Hügel hoch. Ich wünschte, ich wäre dabei, wenn du ihn für seine Verbrechen zahlen lässt. Ich schau mal bei ihm vorbei. Um der alten Zeiten willen. Jetzt rechne ich mit diesem Captain ab. Hoffe, er kennt mich noch. Ich dachte, es würde schwieriger werden. Der Captain muss sich hier irgendwo verstecken. Du willst gegen mich antreten? Zeig mir, was du drauf hast! Thank you.
Warte! Halt! Du bist verändert. Du kannst tun, was immer du willst. Warum kämpfst du für diese dreckigen Faschisten? Wir kämpfen hier um unser Leben. Weißt du, was die uns angetan haben? Ich weiß, was du mir angetan hast. Nein! Outriders zahlen immer ihre Schulden. Die Soldatin wird seinen Kopf sehen wollen. Bezahlt. Nicht genug. Kommst du klar? Brauchst du einen Sanitäter oder so? Spinnst du? Ein Sani bringt mich hier schneller um als dieses Schrapnell. Nur keine Sorge. Das hier werde ich schon überleben. Na schön. Hey! Das war richtig so. Ja.
Warum ist es so schnell geworden? Hey, Shira, was ist das? Dieser wandelnde Riese da draußen. Leise, Outrider. Du willst nicht, dass er dich bemerkt. Er kann in Sekundenschnelle Hunderte vernichten. Sogar die Veränderten haben Respekt vor ihm. Die Luft ist rein! Weiter, wir haben's fast! Moment, ich komme! Warte! Warte! Nicht schießen! Wir sitzen doch alle im selben Boot! Ich helfe dir! Lieutenant McCain, alles okay? Ich lebe! Danke, Soldat! Schon gut. Los, holen wir jetzt meine Männer raus. Scheiße, echt jetzt? Krieg ist Krieg! Was, ist doch kein Ringelpiz hier! Was mach ich mir die Mühe? Hast du heute nichts für mich? Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gerne. Ich erinnere mich. Wir dachten, wir könnten sie für immer behalten. Kommende Generationen würden unsere Filme sehen, unsere Geschichten. Erfahren, wie wir gelebt und geliebt haben. Jetzt ist's, als hätte das alles nie existiert. Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Ein Horde Verlierer, die nicht einsehen wollen, dass die Welt am Arsch ist. Tja, ist jetzt wohl aber unsere verdammte Mission. Treffen wir uns in meiner Werkstatt. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchtrupps was über McCain herausfinden. Ich habe gerade viel zu tun. Was willst du wissen? Dein Lieutenant ist tot. Sag mir, er ist heldenhaft gestorben. Sicher, wenn du das so hören willst. Er war ein richtiger Scheißheld. Was er auch getan hat, das hier ist Krieg, Outrider. Alles muss vergeben werden. Bis wir gewinnen. Ist ein Sieg überhaupt noch irgendetwas wert? Beweg dich! Wir kriegen nur die Totenurlaub. Was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt? Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour.
Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein.